Es wird folgendes Urteil verkündet. Dieses Urteil sorgt für Erleichterung an den Finanzmärkten. Der Euro-Rettungsschirm ESM und der Fiskalpakt können in Kraft treten. Denn das Bundesverfassungsgericht billigt Deutschlands Mitwirkung, allerdings unter Auflagen. Im Namen des Volkes. Die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung werden mit der Maßgabe abgelehnt, dass die Ratifikation des Vertrages zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus nur erfolgen darf, wenn zugleich völkerrechtlich sichergestellt wird, dass erstens Deutschland trägt den Löwenanteil, aber es ist das einzige Euroland, das den Rettungsschirm noch nicht ratifiziert hat. Der hätte eigentlich seit dem 1. Juli in Kraft sein sollen. Das Urteil der obersten Verfassungshüter war weltweit mit Spannung erwartet worden. Eine Rekordzahl von Klägern gegen den Rettungsschirm hatte unter anderem befürchtet, dass die Haushaltsautonomie des Bundestags ausgehebelt würde, wenn der Ernstfall eintritt und Deutschland für notleidende Euro-Staaten oder deren Banken einspringen muss. Egal ob in Griechenland, Spanien, Irland oder wo auch immer. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Regierung müssen nun bei der Ratifizierung der Verträge vor allem sicherstellen, dass Deutschland höchstens für 190 Milliarden Euro haftet. Darüber hinausgehende Zahlungen in den ISM sollen nur mit Zustimmung des Parlaments möglich sein.